Und wie der Zug schon in Bewegung war, ruft mir mein Großvater nach: Heinz, wenn du jemals zurückkommst, nimm einen Revolver und erschieß jeden Nazi. Das waren die letzten Worte, die ich von meinem Großvater gehört habe. Nee, ich kann nicht sagen, ich habe Antisemitismus irgendwie explizit so erlebt. Wirklich? Wie war nach dem Krieg die Stimmung jetzt über den Nationalsozialismus? So geht